Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Round 2 Total War Schlacht hier im 8. HQ-Turnier. Und ihr wundert euch vielleicht ein bisschen, weil ihr wieder Averna gegen Römer seht. Das hat einen Grund, das sind nämlich tatsächlich nochmal dieselben Spieler, wie wir sie jetzt schon zuvor in zwei Schlachten gesehen haben. Killer gegen Banana Joe. Und ja, wieso das der Fall ist, das kann euch Turba erklären, denn der kommentiert in diesem Fall diese Schlacht mit mir mit. Grüß dich, Turba. Ja, hallo. Klar, es gab einen Regelverstoß, wie bei der letzten Schlacht, glaube ich, auch kurz angemerkt wurde. Genau. Und deswegen wurde hier ein kleines Gentleman's Agreement zwischen Tully und Killerio getroffen, dass man einfach die Schlacht nochmal neu spielt und einfach diese Regelverstoß praktisch behoben wird. Wir haben nämlich zum einen gehabt 5-mal auserwählte Schwerter. Sind nur 4-mal dieselbe Einheit für Averna erlaubt und das ging nicht. Deswegen hat er sie hier auch einmal gegen auserwählte Speerkämpfer getauscht. Damit ist das alles wieder regelkonform. Und vor allen Dingen, das Wichtige ist noch, er hat jetzt deutlich weniger Nahkampfinfanterie wie beim letzten Mal, weil er darf maximal 9-mal Nahkampfinfanterie mitnehmen. Und das letzte Mal hat er, glaube ich, 11 gehabt. Genau, das heißt, dadurch hat sich die Armee der Averna doch ein kleines bisschen verändert. Also unter anderem kam jetzt hier eben die auserwählten Speerkämpfer mit dazu und ich bin mir nicht sicher, kam vielleicht noch eine Fernkampfeinheit dazu? Ja, anstatt von, wir sehen hier keinen keltischen Krieger mehr, die hat er beim letzten Mal dabei gehabt und auch, glaube ich, nur noch einmal nackte Krieger hat er rausgenommen. Keltische Krieger sind dabei. Auf jeden Fall passt es jetzt halt von den Zahlen her. Wir haben jetzt genau neunmal nur noch Nahkampf. Ich bin interessant, oder ich finde es interessant, wo er gerade hinläuft. Er will wahrscheinlich, ach so, ja, okay, der Römer hat seine Flanke auch eher links aufgestellt. Dann zieht es der Averna nach und oh, der Römer geht gleich vorwärts hier mit seinen nubidischen Auxiliarkavalleristen und versucht hier wieder ein bisschen plänkeln zu können. Genau, das ist die Standardtaktik, die man mit den Plänkelkavalleristen fährt. Man versucht, bevor die Linien zusammentreffen, versucht man so viel Schaden wie möglich an der feindlichen Kavallerie, Elitekavallerie oder wertvollen feindlichen Einheiten zu machen. Oh. Das können auch manchmal einfach nur eine starke Infanterieeinheit, die an der Flanke aufgestellt ist. Ja, Killer lässt sich hier gerade richtig schön abschießen und merkt es überhaupt nicht, dass er angegriffen wird. Das ist ziemlich bitter für die Nahkampfkavallerie. 5 Stück hat er dadurch verloren, er kriegt nochmal eine Salve. Zack, 12 Stück tot, das ist ein Riesenfehler gewesen. Und vor allem jetzt, wo man ja eigentlich noch nicht so viel im Blick behalten muss, darf eigentlich sowas nicht passieren. Genau, ja, ich denke mal, danach, das ist jetzt ja inzwischen die dritte Schlacht mit den armen Jungen. Ja, ist jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen... Ha! Ja, das kann durchaus sein. Ausgelaugt, Tully ist da der erfahrene Turnierspieler und der nutzt sowas natürlich dann gnadenlos aus. Der wird sich aber so ein bisschen ärgern, dass er das, dass er hier nicht zwei dann hatte, aber vermutlich war das auch, dass er auf der einen Flanke rüber ist und auf der anderen Flanke wurde es dann dadurch durch Killerio nicht bemerkt. Ja, aber er hat jetzt echt nur noch 57 Einheiten bei der Kavallerieeinheit und hier Banana Joe hat nur 2 jetzt durch eine Steinschleudereinheit verloren, also das war ein richtig guter Trade für den Römer. Ja, definitiv. Und ja, und ich muss ja sagen, jetzt in dieser Schlacht schlägt ja trotzdem mein Herz ein bisschen für die Römer, weil das einfach schön historisch ist. Cäsar gegen Vercingetorix. Ja, er hat den Cäsar, er hat aber leider nicht den Cäsar-General mitgenommen. Ja, er leider hat nicht. Taktisch auf den Strategen gesetzt mit dem neuen Aufschwung. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, gegen Averna würde ich den Cäsar, wäre dann auch so ein bisschen verschwendet. Ja. Man sollte dann das wo nehmen, wo dann auch man den rüstungsbrechenden Schaden halt wirklich vom Gegner damit schön kontern kann. Und hier ist dann wirklich sehr gut, wenn man Einheit nochmal auffrischt. Ja, auf der rechten Flanke aus Sicht der Averna jetzt hat er auf jeden Fall seine Jäger gut aufgestellt, dass er dann notfalls die Auxiliarkavallerie wegschießen kann. Das hat aber, glaube ich, der Römer bemerkt und zieht sich da auch wieder zurück. Und ja, jetzt rückt Rom vor in der Hauptfront mit den Truppen. Und Geschwindigkeit. Ich denke mal, dass das jetzt allerdings auch eins bedeutet, dadurch, dass jetzt die Fernkämpfer so ein bisschen auf die Flanken gezogen wurden, hat Tully in der Mitte die, also Banana Joe, ja, ich nenne ihn Tully, weil so heißt er im Forum, so als Tully habe ich ihn kennengelernt. und deswegen hat er jetzt in Mitte so ein bisschen die überlegenen Fernkämpfer, weil seine Syrer sind schon stark und die Kavallerie von ihm macht übrigens da weiter, wo sie aufgehört hat. Ja. Oh, wobei, jetzt gibt sie gar keine Salve ab und bekommt selbst eine Salve. Ja, da war nicht nah genug dran. Also wenn man mal die Leertaste drückt, dann sieht man den Luftbereich. Ah, oh, cool.
Ja, man sieht auch alle Befehle, die zumindest der Spieler mit den gelb umrandeten Flaggen bekommt, und man sieht dann auch alle Reichweiten. Ja, weil es kriegt er da tatsächlich vom Killer ein paar Einheiten weggeschossen. Das wiederum macht er jetzt ganz gut. Und jetzt treffen die ersten aufeinander, teilen ihre Speere aus. Und Ja, und da geht es jetzt in den Kampf. In der das Mitte. Lust, das Wichtige ist halt jetzt hier, dass eine Chimärkohorte der auserwählten Speerkämpfer erwischt hat, weil wir wissen ja, Schwert schlägt Speer in Rom 2. Und das dürften sich die Legionärkohorte holen, obwohl sie, denke ich, glaube ich, sogar billiger ist. Und jetzt prallen die Linien aufeinander. Oh, sehr schön. Oh, hier die Kavallerie, die Socke, ihr geht jetzt auch nochmal mit reingenommen, um den Ansturm zu stoppen. Fehlt jetzt allerdings die Infanterie dahinter. Die müsst ihr gleich mit reingucken. Ja, da wird richtig schön überall gekämpft. Rechte Flanke jetzt auch. Zusammenstoß. Der mittleren Speerinfanterie gegen leichte Speerinfanterie. Da kommt jetzt aber gleich nochmal die schwere, die gepanzerten Legionäre von hinten nochmal rein. Finde ich auch spannend. Ja, das stimmt. Das ist nicht so gut für Tully gemacht, weil natürlich da erstmal die Vigilis dazwischen stehen. Aber was Ja, jetzt für eben. Tully gut ist, er hat jetzt hier hinten die Soke Ikites im Rücken und kann jetzt hier schon anfangen, die Front von Killer in Zange zu nehmen, Ja, die bei sich Killer gerade hat in. jetzt auch seine schwere Nahkampfkavallerie im Rücken von vom Römer. Tully hat es bemerkt, zieht eine Kavallerie rüber und vor allen Dingen er fokussiert den General mit seinen Fernkämpfern. Hat allerdings jetzt noch nicht so viel Und Effekt. es wanken jetzt schon drei Einheiten der Arverner. Also aktuell machen die Römer alles richtig. Ja. Vor allen Ja, Dingen und die Fernkämpfer er kamen. fängt sich wieder Bogenschützenschaden ein hier, der Arverner. Das ist natürlich bitter. Die Kavallerie Ja. wird noch mehr geschwächt und Rom kann jetzt gleich pushen mit seiner Kavallerieeinheit und die schwere Kavallerie von Killer einmal aus dem Spiel nehmen. Was vor allen Dingen auch noch wichtig ist, die zwei schweren Kavallerie von Killer hier hinten, die noch beide auf 80 sind, haben noch gar nichts machen können. Und jetzt ist allerdings hier schon die rechte Flanke vom Killer fast komplett in Auflösung. Da steht eigentlich keine Infanterie mehr und jetzt stehen hier die zwei Einheiten eingeschworen relativ alleine. Man sieht, hier, die auserwählten Schwerter sind halt echt nicht mehr so zahlreich da und das sollte jetzt deutlich für Tully ausgehen. Ich sehe jetzt hier wenig Möglichkeit, wie das Killer sich noch retten kann. Ja, vor allem Weil hier der hier Tully. General auch in der Mitte. Die Eidgeschworenen kämpfen hier natürlich noch tapfer, aber die eine Einheit auserwählte Schwerter, die wankt schon ordentlich mit nur noch 50 Kriegern. Hier hinten versucht er jetzt die Equites in den Griff zu bekommen. Die rennen aber schön in die keltischen Steinschleuderer rein. Die geben aber nochmal eine Ja. gute Salve ab vorher. Das Aber Problem ist, jetzt. der Angriff hier, den kann Killer nichts mehr entgegensetzen. Der wird Ja. seine Hauptlinie zerschlagen und dann kann er auch mit seiner Kavallerie noch den kompletten Fernkampf von Tully aufreiben, also von Banana Joe aufreiben. Genau. Das wird ihn dann nicht mehr retten. Genau, und den Kampfkampf gewinnt eben auch Rom, ganz eindeutig hier unten. Da war auch ein bisschen, leider hat er, das hat er einfach nicht gesehen, da war er wahrscheinlich überfordert. In der Mitte hat er da gerade agiert. Rom zieht seinen General hier nochmal rüber, um dann die Kavallerie völlig zu zerstören. Ja, und in der Mitte fällt gleich halt alles, ne? Und die Geschossinfanterieeinheiten werden jetzt sogar von den Nahkampfeinheiten Roms vernichtend geschlagen. Ja, es sind jetzt praktisch nur die Eidgeschworenen, die stehen nun hier an der Flanke, wo der Angriff von Rom nicht so stark war, also hier drüben. Hier, Genau. wo ich Also es jetzt sieht auch jetzt schon markiert ziemlich eindeutig für Rom aus. habe. Ja. Ich denke mal, das war jetzt hier auch die Erfahrung, die Banana Joe hier an den Tag legt und Killer ist, glaube ich, ist ein bisschen ermüdet über die Zeit, über die drei Schlachten, die er jetzt gespielt hat Das und glaube ich ja. auch. Man muss ja wissen, gerade wenn man so spannende und knappe Schlachten hat, dann ist das auch ein ziemlich aufregendes Ja, Unterfangen das weiß ich und da selbst. geht der Oh, Puls auch ziemlich hoch. die Bogenschützen hier. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr entscheidend. Also Ja, die ja. Ausjabung können zeitlang sowieso im Nahkampf durchhalten, auch gegen schwere Kavallerie, wenn kein richtiger Sturmangriff reinkommt. Und ihr seht jetzt, hier zwankt hier alles. Also Ja, hier ja, 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 ja. die Manken da hinten, die Schwarzeinheit, das Die jetzt Hälfte der umschwankt, sind Armee jetzt hier. wankt, obwohl Ah, der General ist noch gut dabei mit 70 Truppen. Aber der General selbst ist gefallen, deswegen Oh, haben die ach auch da so, das habe ich gar angefangen zu nicht wanken. mitbekommen. Ja, Ja, gut. wenn man jetzt auf die Einheiten, wenn du hier auf die keltischen Steinschleuderer gehst und die freien Heerbanner, die hier hinten wanken, General vor kurzem gefallen, und das ist der kritischste Moment. Ja, okay, das ist wirklich kritisch. Barbareinheiten sind nicht. Und jetzt sieht man es auch der Jetzt General, auch wanken der eingeschworene alle. General. Jetzt Ja. ist die Schlacht so gut wie vorbei. Ja, die Flanke, die halt jetzt hier noch für Killer relativ gut aussieht, die kann das halt jetzt alles nicht mehr retten.
was jetzt gleich an Masse ankommt von Tully, ist halt dann gleich Ja, entscheidend. dass einfach in der Und Mitte die. so viel an Truppen, die Rom noch hat, und noch auf der linken Flanke, da können sie jetzt einfach aufräumen mit allem, was noch da ist. Genau. Und jetzt kann hier nochmal die Kavallerie kann aus Kavallerie. Auron absorgen, dass das nicht zu schnell passiert, dass sich Ja. hier schon nochmal formieren kann. Also nachdem die Und letzte dann. Schlacht so knapp und spannend war, sehen wir, es macht doch einen Unterschied, wie die Aufstellung ist. Und dann natürlich, ja, wie du es schon gesagt hast, erfahrene Spieler, nicht so erfahrene Spieler, wer kann besser mit dem Druck umgehen, gleich eine dritte Schlacht hintereinander zu spielen. Genau, also es sind einfach auch psychologische Effekte, die da mit hineinwirken. Wie gut kannst du dich noch konzentrieren, dass du alles richtig machst? Und wir haben ja hier eben kleinere Fehler schon von Anfang an gesehen bei Killer. Ja, und damit hat Rom jetzt hier eindeutig gewonnen. Es gibt einen letzten Selbstmordangriff der Kavallerie von Killer. Ja, die haben den Rasenangriff. Ein Rasenangriff kann die Einheit nicht fliehen. Das ist geblockt. Solange der Rasenangriff aktiviert ist, wird diese Einheit nur wanken und nicht fliehen. Sobald dieser Effekt abgeklungen ist, wird die Schlacht vorbei sein. Ja, will er noch mal ein paar Kills auf seiner Seite mitnehmen, dass es nicht ganz so eindeutig ausschaut. Ja, ich denke, das sieht trotzdem relativ eindeutig aus. Also das. Ja, da ist von Rom noch so viel übrig, muss man sagen. Das ist ein Riesenunterschied zur vorherigen Schlacht, liebe Zuschauer. Jetzt Aber bin ich ein auch mal Sieg für gespannt. Rom und für Cäsar. Jetzt bin ich mal gespannt, was Rom 2 dazu sagt zu dieser Schlacht, weil manchmal oder trotzdem knapper Sieg, Pyrrhus-Sieg, ja, das war kein. Pyrrhus-Sieg? Das war doch kein Pyrrhus-Sieg für Rom. Das war kein Pyrrhus-Sieg für Rom, das war ein sehr, sehr eindeutiger Sieg. Ja, aber du hast recht, dass diese Anzeigen sind immer so falsch. Ja, Mit die sind knapp und immer falsch. Pyrrhus-Sieg und eindeutig, also das passt immer überhaupt nicht. Ja, wir können nochmal schauen. Rom mit seinen 2480 Truppen hat nur die Hälfte verloren. Ähnlich wie in der ersten Schlacht zwischen den beiden tatsächlich. Da waren es fast, glaube ich, genauso viele Verluste und die noch übrig waren. Und als Averna hatte er wieder mehr Einheiten wie in der zweiten Schlacht. 2760 hat aber eben auch 2103 Verluste gehabt und damit fast doppelt so viel als der Römer. Wir sehen, wer hat denn vor allem bei den Römern gute Kills gemacht? Ja, die Die gepanzerten meisten Legionäre waren gut. Bank weg. Also, das ist eigentlich immer Die so. Wir haben Rohati. bei den Römern haben wir meistens nicht ein, zwei Einheiten, die rausstehen und die ganzen Kills gemacht haben, während die anderen praktisch nur hingehalten haben. Bei den Römern haben wir meistens so das Bild wie hier. Die sind alle so ziemlich im Durchschnitt über 100 Kills gekommen. Ja, und mich wundert es tatsächlich, die meisten Kills, wenn ich das richtig sehe, bei den Avernern haben die auserwählten Speerkämpfer gemacht, die Einheit, die er ja ausgetauscht hatte. Also anstatt auserwählte Schwerter hat er hier nochmal auserwählte Speerkämpfer dazu, oder? Ja, das war aber die Einheit, du siehst die Einheit da links, die mit 28 Kills, das war die, die dafür in der Linie stand. Ah, okay, ja gut. Die hat dann gegen die Legionärkohorte, wo ich das am Anfang erwähnt hatte, die hat dann ziemlich schnell gefressen. Ja. Und die andere war aber auf der Flanke und hat hier gegen Vigiles gekämpft, deswegen. Die ist aber, glaube ich, dreimal so teuer wie die Vigiles, also das ist dann schon Das, eine ja, Kampfführung. okay, gleicht sich damit wieder dann doch deutlich aus. Und ja, dieses Mal konnte der Averna einfach nicht so gut mit der Kavallerie umgehen wie in der Schlacht zuvor. Da hat er wirklich gut mit der Kavallerie gespielt, muss man sagen. Ja, das deutlich. Das war ein Fakt. Ich denke, das war hier wirklich Konzentration. Das ist Killer bestimmt in den ersten beiden Schlachten nicht so stark passiert wie hier. Und vor allen Dingen muss ich hier auch eins sagen, es ist halt hier wirklich jetzt hat man gesehen, warum man die Regeln hat. Weil ich denke, auch in der zweiten Schlacht hat für mich Banana Joe besser gespielt. Ich habe es ja als Zuschauer beobachtet, hat Banana Joe eigentlich besser gespielt. Aber die Averna haben halt durch ihre Einheitenkombination dann schon einen großen Vorteil gehabt, dadurch, dass sie halt fünfmal diese auserwählten Schwerter dabei hatten, weil das Absolut. ist das Gleiche, warum es bei den Römern auch nur dreimal dieselbe Einheit war. Also Römer haben eigentlich noch viel größere Einschränkungen. Ja? Also die Römer dürfen nur dreimal dieselbe Einheit mitnehmen, die Averna viermal. Und dann hat man halt gesehen, wenn man so ein großes Gefälle drin ist, warum wir diese Regeln haben. Richtig, absolut. Ja, trotzdem war es eine schöne Schlacht zu sehen hier. Erfolg für Rom. Eindeutig damit zweimal ein Sieg für Banana Joe hier im Hingame und im Rückgame. Gegen Killer konnte er sich dann doch ziemlich klar durchsetzen und hat sich damit schon mal einen ganz guten Vorteil in der Gruppe verschafft, würde ich sagen, jetzt zu Beginn des Spiels. Genau. Gut, dann würde ich sagen, war es das. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, falls noch ein paar neue Zuschauer dazugekommen sind, würde ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr und ja, auch kein Livestream, den es natürlich auch bei mir regelmäßig gibt. Und dann bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute und auf Wiedersehen.
Tschüss.